Spitze. Diese Show ist einfach spitze. Die Kids Zone Show. Was Besseres gibt es nirgendwo. Anna? Du denkst, die Kidzone ist mit der Zeit ein bisschen besser geworden? Oh, da habe ich aber eine schlechte Nachricht für dich. Die Kidzone-Show-Leute haben noch genauso viel Hirnzellen wie vorher. Ja, mindestens ein oder sogar zwei. Blöde Jan. Und da war es wieder, das. Während die Moderatoren komische Sachen sagen, sagen die Hörer ihre Sachen sehr laut. Gibt's auch Yu-Gi-Oh! Als Kinofilm und dann auf Video? Aber egal, ich muss mir das nicht anhören. Ich will erstmal Mario Kart Double Dash zocken und nebenbei ein paar abgefahrene Witze hören. Geil! Oh ja, gib mir auch einen Controller. Dann hau ich dich in die Pfanne. Geil! Erstmal in die Pfanne hauen, ey! Und dann auch noch Double Dash zocken, aber im Hintergrund Mario Kart 64 Musik laufen lassen. Gut, kommen wir jetzt zu einem weiteren Anrufer. Der redet ganz normal. Hallo, ich bin Tobias Wachringer, bin 8 Jahre alt und wohne in 82291 Mammendorf. Ich möchte alle meine Freunde grüßen, den Florian Winkler, den Florian Eck, den Florian Siebenhüter, den Dominik Bernstein, die Nina Hafer, ja, und dann noch den Marco Scholl. Hey, rede doch mal normal. Du Dödel. Gut, die nächste Anruferin findet irgendwas sehr lustig und lacht. Sarah Klünter und Tobias Dominik grüßen. Und als Simon, der Moderator, nicht weiß, dass er gerade aufgenommen wird, ruft er heimlich bei einer 090-Nummer an. Hi Simon, hier ist Caroline Sieber aus Osnabrück. Hi Simon, hier ist Caroline Weber aus Osnabrück. Naja, egal, wir kommen nun zu einem historischen Moment der Kidzone. Ich stelle Ihnen das Geräusch des Jahres vor. Dingeldong. Du. Oh, hey, siehst du? Das sind schon die ersten. Dingeldong. Was ist das? Was? Wir müssen es aber nochmal hören. Du. Oh, hey, siehst du? Das sind schon die ersten. Dingeldong. Gut, damit kommen wir zum magischen Dreieck. Mein Gott, das ist ja fürchterlich. Ja, ich weiß, tut mir leid. Aber wieder mal geht es um Logo, Jagger und Ivy. Komm. Ivy. Ivy. Willst du wissen, was wirklich geschieht? Nein. In der heutigen Folge entdecken die da irgendeine Scheiße. Ivy hat erstmal keinen Bock mit der folgenden Begründung. Hey Jungs, ich hab echt null Bock, jetzt noch weiter Sherlock Holmes zu spielen. Hätte ich auch nicht, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie man den spielen sollte, weil ein Sherlock Holmes gibt es ja gar nicht. Dann redet ein Baum mit ihr und der hört sich ungefähr so an. Ivy. Ivy. Aber das ist egal, die Geschichte interessiert uns eigentlich gar nicht. Wir konzentrieren uns heute mal wieder auf die coolen Jugendausdrücke, die die Redakteure in geheimer Forschung herausgefunden haben. Hier sind sie. Respekt! Das ist ein Hammer! Das ist ja voll fett! Ja und? Was geht? Außerdem gibt es natürlich das immer auftauchende Hey, check ein! Aber diesmal hat Ivy es erweitert. Es ist einfach wunderschön. Hey, check ein, Verein! Das ist ein Wort! Hey, check ein, Verein! Hä? Aber das war's doch nicht, denn jetzt kommt mein absolutes Lieblingswort, was ich jetzt immer benutzen werde und man muss es auch immer genauso aussprechen. Wo? In der Zeitung? Konkret! Konkret! Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Sprecher ein bisschen Schauspielunterricht genommen haben. Zum Beispiel machen sie mitten bei der Aufnahme einige Stimmübungen, wie zum Beispiel dieses hier. Ja, hier. Oder auch sehr hilfreich ist das. Außerdem scheinen ihnen die Schauspiellehrer vorgeschlagen zu haben, sich zu betrinken dabei. Leider haben sie dabei das Mikro angelassen. Ja. Ja, ja. Liebe Gäste, darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Also, mein lieber Sohnemann. Aha, es geht also um mich. So was Ähnliches habe ich befürchtet. Naja. Ich bekomme doch noch etwas?
Bisher hat sich hier ja jeder meiner Gäste diesbezüglich in Schweigen gehüllt. Wir Glückwunsch, mein Großer. Ey, nein, ich glaub das nicht, Mensch. Manu Kalogo. Naja, nächstes Mal sollten die nicht so viel, ja, so jetzt. Juri, kannst du anders weiter trinken? Naja. Aber sie haben auch ihre Schauspielkünste angewandt, wie zum Beispiel hier. Erschrecken! Mensch, haben sie uns erschreckt! Mensch, haben sie uns erschreckt! Bumm! Bumm! Außerdem sind sie auch sehr gut in freudig bedanken. Wow! Wow, yeah! Danke! Wow, hey, check ein! Klasse! Mensch, klasse! Danke, danke, vielen Dank! Wow, klasse! Check ein! Danke! Später in der Folge kommt einfach nochmal genau dasselbe, jedenfalls fast. Ich glaube, ein Sample ist genau derselbe, muss man darauf achten. Wow, ey, wow, check ein! Wirklich? Klasse! Hey, toll, Silfer! Mensch, klasse! Super, danke, geil! Danke, vielen Dank! Ey, super geil! Und wie endet die Sendung auch so? Dazu wow! Entdecken. Wow! Hey, ja, super! Mensch, klasse! Willst du wissen, was wirklich geschieht? Was zwischen Himmel und Erde passiert? Willst du dabei... Dreimal in dieser Folge kam dieses Super-Danke-Scheiß. Ich glaub's einfach nicht. Und dann hast du gemerkt, am Schluss kam dann auch noch das Lachen vom... Das besoffene Lachen von den Machern da noch mit rein. Naja, egal, das war's jetzt auch. Ich fand, das war doch ganz... konkret! Oder nicht? Also, bis dann. Das war's dann schon. Tschüss! Ey, rede doch mal nochmal.